langem Ringen soll die Kindergrundsicherung jetzt im August beschlossen werden. Vor allem für die Grünen ist sie ein Herzensprojekt. FDP-Finanzminister Lindner will dafür aber erstmal weniger Geld bereitstellen als gefordert. Morgen soll der Haushalt für 2024 im Kabinett beschlossen werden. Aber jetzt ist noch eine weitere Auseinandersetzung dazugekommen, und zwar über das Elterngeld. Mehr von Andrea Maurer. Es ist der nächste Streit zwischen dem FDP-Finanzminister und der grünen Familienministerin. Sie habe von Christian Lindner den Auftrag bekommen, beim Elterngeld zu kürzen und habe sich entschieden, die Einkommensgrenze zu senken, sagt Lisa Paus. Ja, die Grenze der Einkommen für diejenigen, die Elterngeld beziehen können, wird abgesenkt auf 150.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen. Das wird vermutlich 60.000 Familien treffen. Das ist kein Glanzstück für Gleichstellung in diesem Land. Aber unter den schlechten Rahmenbedingungen habe ich mich für diese Variante entschieden. Bislang bekommen Paare mit einem Jahreseinkommen von bis zu 300.000 Euro nach der Geburt eines Kindes Elterngeld, wenn sie im Job pausieren. Die Einkommensgrenze für Alleinerziehende liegt bei 250.000 Euro. Ausgezahlt werden bis zu 1.800 Euro im Monat. Eine Senkung der Einkommensgrenze auf 150.000 Euro würde auch doppelverdienende Paare der Mittelschicht treffen. Die FDP distanziert sich von den Plänen. Ich halte es für falsch, gerade vor dem Hintergrund des Ziels der Gleichstellung von Mann und Frau in der Familie. Ich halte es für falsch, dass wir an dieser Stelle genau diese Mittel jetzt kürzen. Auf Twitter veröffentlicht die parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium die Aufforderung, aus dem FDP-geführten Finanzministerium 500 Millionen Euro durch eine ausgabenreduzierende Reform des Elterngeldes einzusparen. Die Union nennt die Koalitionspläne ein fatales Signal für Familien in Deutschland. Dieser Weg, den die Koalition jetzt geht, schränkt die Möglichkeiten für viele Familien in Deutschland, vor allen Dingen solche, die in großen Städten leben und dort hohe Lebenshaltungskosten haben, spürbar ein. Lindners Haushaltsentwurf soll morgen durchs Kabinett. Bisher war das Hauptstreitthema die Kindergrundsicherung. Der neue Streit ums Elterngeld legt neue Gräben offen. Fehlende Fachkräfte, hohe Energie- und Produktionskosten, verschlechterte Auftragslage. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist nicht gut. Überraschend schwächelt jetzt auch noch die Auslandsnachfrage nach Waren made in Germany. Die Exporte sind im Mai um 0,1% zum Vormonat auf 130,5 Milliarden Euro gesunken. So sind die Geschäfte mit der EU geschrumpft, wie auch mit den USA. Die Gründe: nach wie vor hohe Inflationsraten und das gestiegene Zinsniveau. Mehr von Patricia Wiedermeier. Deutsche Qualität, sie scheint international nicht mehr so gefragt zu sein wie früher. Die Exporte sinken, im Mai waren es 0,7% weniger als im Mai vor einem Jahr. Die übliche Frühjahrserholung sei ausgeblieben, so die deutsche Industrie- und Handelskammer. Weltweit sind vielfältige Krisen zu spüren und das ist die Corona-Krise mit Lieferengpässen, mit Preissteigerungen, die für Unternehmen Kostensteigerungen bedeutet haben und für die Menschen in vielen Plätzen auf der Welt Inflation, Kaufkraftverlust. Der Industrie machen vor allem die hohen Energiepreise zu schaffen. Im letzten Jahr hatte BASF zum Beispiel 3,2 Milliarden Euro Mehrkosten nur für Energie. Die Folge: 2600 Stellen werden gestrichen, Produktionsverfahren verlagert. Mit Subventionen, einem Industriestrompreis, will die Regierung helfen. Experten halten das für den falschen Weg. Ich würde mehr davon halten, zu versuchen, die allgemeinen Rahmenbedingungen für Unternehmen zu verbessern, also steuerliche Entlastung, weniger Bürokratie, Regulierung überprüfen, Genehmigungsverfahren beschleunigen. Das ist besser, als auf einen Industriestrompreis zu setzen. Das sieht der Wirtschaftsminister ganz anders. Er will die Industrie im Land halten, die Transformation finanzieren, um Deutschland unabhängiger auch bei Rohstoffen zu machen. Da geht es nicht nur um ökonomische Fragen, sondern auch um die Frage, ob wir jedenfalls die Kenntnisse der Produktion und gewisse Anteile der Produktion hier haben. Und ich finde, die Antwort kann ja nur ja sein. Das muss es uns wert sein, sonst haben wir doch die letzten Jahre politisch gepennt. Habeck warnt vor Abhängigkeiten. China habe bereits Exportbeschränkungen eingeführt für wichtige Metalle und Rohstoffe. Möglichst unabhängig werden und dabei die Wirtschaft stärken, das sei das Ziel. Reichere Bundesländer zahlen für weniger wirtschaftsstarke, damit vergleichbare Lebensverhältnisse in ganz Deutschland herrschen. Gegen diesen Länderfinanzausgleich will Bayern nun vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Das hat das Kabinett in München heute beschlossen.
Das Ausgleichssystem sei ungerecht. Bayern ist seit Jahren größter Einzahler. Die Opposition nannte das Vorhaben der Regierung aus CSU und Freien Wählern Wahlkampfgetöse. Das ist noch nie in der Geschichte des Bundestages vorgekommen. Aller Voraussicht nach werden die Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP einen Antrag der Opposition auf einen Untersuchungsausschuss ablehnen. Ein U-Ausschuss ist eines der wichtigsten Rechte der Opposition und ihr schärfstes Schwert. CDU/CSU wollten es nutzen, um den Finanzskandal um die Hamburger Warburg Bank zu beleuchten. Es geht dabei um die Rolle des früheren Hamburger Bürgermeisters und heutigen Kanzlers Olaf Scholz. Lars Bonsack berichtet. Gerade mal 30 Minuten tagte der Geschäftsordnungsausschuss des Bundestags. Da war der erwartete Streit bereits eskaliert. Wer hier für mich heute gegen die Verfassung verstoßen hat, das ist die Koalition in einer eklatanten Art und Weise in 70-jähriger Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und das wird morgen auch im Parlament aufzuarbeiten sein. Ähnlich wie schon in Hamburg will die Union einen Untersuchungsausschuss, der die Rolle des heutigen Kanzlers und früheren Hamburger Bürgermeisters Scholz im Skandal um die Warburg Bank beleuchtet. Das sei verfassungswidrig, sagen die Regierungsparteien, denn der Untersuchungsausschuss des Bundestags würde überwiegend das Verwaltungshandeln Hamburgs untersuchen. Von den 19 Fragen, die die Union formuliert hat, war die Mehrzahl ziemlich klar nicht verfassungsgemäß. Und deswegen mussten wir diesen Antrag in seiner Gänze ablehnen. Wir konnten ihn auch nicht teilweise annehmen, weil ein teilweise veränderter Antrag ein anderer Antrag ist. Empörung bei der Union. Fraktionschef Merz kündigt an, vors Verfassungsgericht zu ziehen. Die Koalition hat offensichtlich die Entscheidung getroffen, auf Biegen und Brechen die Mehrheitsrechte gegen die Minderheitsrechte im Deutschen Bundestag durchzusetzen. Niemand kann einen von eben einem Organ, was in der Verfassung verankert ist, nämlich vom Deutschen Bundestag, verlangen, verfassungswidrige Anträge zuzustimmen. Was darf der Bundestag und was nicht? Eine sehr grundsätzliche Frage, die das Verfassungsgericht beantworten muss. Interessante Zahlen jetzt zur Bildung in Deutschland. Immer mehr Schülerinnen und Schüler machen Abitur, meldet das Statistische Bundesamt. 2021 hat gut ein Drittel von ihnen die Schulzeit so abgeschlossen. Vor 20 Jahren waren es noch deutlich weniger. Die meisten in der neuen Statistik machten einen Realschulabschluss. Und gut 6% der jungen Menschen starteten ganz ohne Abschluss ins Berufsleben. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber 2020. Lebensmittel speziell für Kinder enthalten häufig mehr Zucker, Fett oder Salz als vergleichbare Fertigprodukte für Erwachsene. Das ist das Ergebnis einer Auswertung, die vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgestellt wurde. Hintergrund der Untersuchung ist die freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie, diese krank- und dickmachenden Zutaten nach und nach zu reduzieren. Doch statt auf weniger setzte die Branche bei einigen Produkten sogar auf mehr ungesunde Inhaltsstoffe. Ines Trams. Das ist für mich. Die Verlockungen im Supermarkt für die Kleinen sind groß. Doch noch immer enthalten oftmals gerade die Produkte, die sich an Kinder richten, zu viel an Zucker, Fetten und Salz. Ernährungsminister Özdemir legt neue Zahlen vor und demonstriert, wie viel Zucker in einem Glas Erfrischungsgetränk für Kinder stecken kann. Niemand sagt, das soll verboten werden. Niemand sagt, das darf man nicht trinken. Sondern der Appell ist an die Industrie, bitte reduzieren Sie den Anteil an Zucker daran. So enthalten etwa Frühstückscerealien für Kinder mit im Schnitt 17 Gramm pro 100 Gramm mehr Zucker als der Durchschnitt aller Cerealien mit 14,7 Gramm. Zucker, Fett, Salz schmecken, doch Übergewicht und krankmachende Fettleibigkeit die Folgen. Wir haben in etwa 15% der Kinder und Jugendlichen in unserem Land, die übergewichtig sind, und fast 6% adipöse Kinder und Jugendliche. Die Unternehmen entgegnen, sie seien auf einem guten Weg hin zu gesünderen Lebensmitteln. Doch Rezepturen seien nicht einfach zu verändern. Und dann gäbe es ja auch noch den Verbraucher. Die Vergangenheit zeigt, dass der Verbraucher nur bis zu einem bestimmten Grad bereit ist, geschmackliche Veränderungen eines Produktes zu akzeptieren. Und dann passiert Folgendes, dann wird dieses Produkt nicht mehr gekauft, es steht wie Blei im Regal. Minister Özdemir bleibt derweil nur, an die Unternehmen zu appellieren und seine Pläne eines Werbeverbots für ungesunde Kinderlebensmittel durchzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit heute über die NPD, die sich jetzt die Heimat nennt.
Erstmals prüft das höchste Gericht, ob die Rechtsextremen von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden können. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung haben das 2019 beantragt. Zwei Verbotsverfahren gegen die Partei waren bis dahin gescheitert. Politisch spielen die Rechtsextremen derzeit keine Rolle. Bei der Bundestagswahl 2021 kam die Partei auf 0,1%. Birgit Franke und Christoph Schneider. Die Stühle der Antragsgegnerin blieben bei der Verhandlung leer, die der NPD, die sich seit Anfang Juni in die Heimat umbenannt hat. Dafür sind die drei Antragsteller, Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung, umso zahlreicher erschienen, wollen der Heimat den staatlichen Geldhahn zudrehen. Es ist umfassend zusammengetragen worden, dass die NPD eine verfassungsfeindliche Partei ist, die auch eine staatszersetzende, demokratiezersetzende Wirkung entfaltet. Nachdem zwei Versuche scheiterten, die Heimat wegen erwiesener Verfassungsfeindlichkeit verbieten zu lassen, wurde 2017 unter der Großen Koalition mit Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz erweitert. Danach können Parteien, die die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen wollen, die staatlichen Mittel entzogen werden. Davon sind die Antragsteller im Fall der NPD überzeugt. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass dieses Verfahren geführt wird, denn die größte Gefahr in Deutschland geht für die demokratische Grundordnung nun mal vom Rechtsextremismus aus. Und deswegen ist es ein wichtiges Verfahren, auch über die Fragen der Finanzierung zu reden. Ohne die Heimat. Schriftlich teilt die Partei auf ihrer Homepage mit: Die Beratung wird ohne Vertreter der heimattreuen Partei stattfinden, weil sich der Bundesvorstand weigert, sich zum Statisten einer Justizsimulation machen zu lassen. Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts ist mit Sachverständigen tief eingestiegen und will prüfen, welche Entwicklung die Antragsgegnerin seit Januar 2017 genommen hat, insbesondere ob sie nach wie vor als verfassungsfeindlich einzustufen ist. Das mit Spannung erwartete Urteil wird noch in diesem Jahr erwartet. Die Tat ging vielen Menschen in Deutschland nahe. In Illerkirchberg greift ein Mann unvermittelt zwei Schülerinnen mit einem Messer an. Eines der Mädchen stirbt. Ein gutes halbes Jahr ist das jetzt her. Nun wurde der Täter vom Landgericht Ulm wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Ein Bericht von Eva Schiller. Es ist das Ende eines aufwühlenden Prozesses. Am Ulmer Landgericht verkündet der Richter sein Urteil, lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld für den Geflüchteten aus Eritrea. Es war das Maximale, was das Gericht aussprechen konnte. Und das hat er auch gemacht. Und deswegen sind wir zufrieden. Dezember 2022. Auf dem Weg zur Schule gehen die 14-jährige Ece und ihre Freundin an der Flüchtlingsunterkunft vorbei. Plötzlich läuft ein Mann auf sie zu, grüßt kurz und sticht dann völlig unvermittelt auf die Mädchen ein. Ece stirbt, ihre Freundin wird schwer verletzt. Es waren reine Zufallsopfer. Man kann tatsächlich sagen, die beiden Mädchen waren an diesem Tag zur falschen Zeit am falschen Ort. Er habe sich an den Mitarbeitern im Landratsamt rächen wollen, sagt der 27-Jährige später. Wegen der Schwere der Schuld kann er nicht vorzeitig nach 15 Jahren entlassen werden. Für Illerkirchberg setzt dieses Urteil trotzdem keinen Schlusspunkt. Der Ruf nach Aufarbeitung ist da. Und wie man hier vor Ort dann mit solchen Geflüchteten umgeht und damit die Angst weg ist, muss man eben wieder Vertrauen schaffen. Eces Eltern haben sich gewünscht, dass die Flüchtlingsunterkunft abgerissen wird. Das ist passiert. Nicht Hass und Hetze sollen wachsen, sondern eine Wiese für alle Kinder des Ortes. In vielen Regionen der Welt ist das Wetterphänomen El Niño gefürchtet. Nun ist es nach mehreren Jahren wieder da. Die Weltwetterorganisation warnt in der zweiten Jahreshälfte vor Temperaturrekorden und extremen Wetterereignissen. Besonders etwa in Südostasien, Australien und Mittelamerika. Die Folgen der Klimakrise dürften sich zusätzlich verschärfen. El Niño ist ein natürliches Wetterphänomen im tropischen Pazifik, bei dem sich Wasser- und Luftströmungen verändern.